Welcome back to State of the Union. Russian President Vladimir Putin ordered his country's deterrence forces. Der russische Präsident Wladimir Putin hat jetzt auch die Alarmbereitschaft der Nuklearwaffen aktiviert. Es gibt auch Gespräche, es soll Gespräche geben, auch vielleicht sogar schon heute. Wir haben jetzt Jens Stoltenberg, den NATO-Generalsekretär, zugeschaltet. Glauben Sie, dass das ein gutes Zeichen ist, dass jetzt auch hier Gespräche stattfinden werden? Ich habe volles Vertrauen in Präsident Zelensky und auch seine Einschätzung, ob es hier, dass er eine politische Lösung mit Wladimir Putin sucht. Die Frage ist, ob auch Russland hier auch Kompromisse eingehen möchte und auch die Souveränität der Ukraine hier akzeptiert. Wladimir Putin hat jetzt auch hier Nuklearwaffen in Alarmbereitschaft gesetzt. Wie besorgt sind Sie darüber? Die neuen Statements von Wladimir Putin haben einfach nur zu diesem aggressiven Verhalten von Russland in den letzten Monaten und Wochen beigetragen, wo sie nicht nur die Ukraine bedrohen, sondern natürlich auch die NATO-Alliierten und auch sagen, dass wir da alle unsere Kräfte aus dem Ostteil der Allianz hier hinaus bewegen sollen. Nordamerika und Europa steht hier zusammen und genau das tun wir auch. Und ich danke auch den USA hier für das Leadership. Ich verstehe auch, dass es wohl auch ist, gerade als das letzte Statement ist rund um Wladimir Putin, das neueste Statement. Aber wenn wir jetzt hier von Nuklearwaffen sprechen, das bringt es doch auch auf ein neues Level für viele Menschen. Das ist absolut gefährlich. Es ist ein Verhalten, das unverantwortlich ist. Und auch wenn man das, diese Rhetorik verbindet mit dem, was am Boden in der Ukraine passiert, auch hier Krieg zu führen gegen eine unabhängige, souveräne Nation, das trägt auch zu dieser Ernsthaftigkeit der Situation bei. Das ist auch der Grund, warum wir die Ukraine hier unterstützen. In den letzten Wochen und Monaten haben wir signifikant auch im Osten des NATO-Gebietes hier auch mehr Truppen, Schiffe, Flugzeuge hier auch stationiert. Und wir haben jetzt anscheinend hier auch ein neues Normal von unserer Sicherheitsvorgehen. Es ist wohl erst der Beginn eines sehr viel aggressiveren Russlands. Ukraine, die bettelt für mehr Hilfe von westlichen Staaten. Auch die NATO hat am Freitag hier bereits Unterstützung in Form von Lieferungen zugesagt. Wann werden wir dort ankommen? Die Alliierten, die sind im Moment gerade schon dabei, hier auch Lieferungen in die Ukraine zu bringen. Auch schon 2014 haben Alliierte hier Equipment und Training an die Ukraine geliefert. Und das ist natürlich extrem wichtig. Die Ukraine wird attackiert und auch die Tapferkeit und auch den Mut der ukrainischen Bevölkerung mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und auch die Hilfe, die sie über diese Jahre erhalten haben, ist extrem wichtig. Wir haben mehr Luftabwehrsysteme, mehr Munition, mehr auch Panzerabwehrsysteme. Präsident Zelensky sagt, hat hier sehr die westlichen Länder auch kritisiert. Ich habe heute 27 Leader
von Europa hier adressiert, ob wir der NATO beitreten können. Wir, jeder ist hier, jeder fürchtet sich. Wir haben keine Angst. Ukraine hat schon zum NATO-Beitritt angesucht, aber es ist nicht dazu gekommen. Hat die NATO hier die Ukraine im Stich gelassen? Dieser Krieg ist die Verantwortung von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Er ist zu 100% verantwortlich für diesen Krieg, und die NATO-Partner, die bereiten sich vor hier, und wir möchten auch eine politische Lösung finden. Wir haben darüber schon seit Monaten gewarnt. Und natürlich ist auch hier auch die NATO-Alliierten hier weiter zu schützen. Keine Frage, dass es hier um Wladimir Putin geht. Aber wenn die Ukraine in der NATO wäre, dann wäre entweder bei dieser Attacke hier die ganze NATO hätte hier reagiert, oder die Ukraine wäre hier als Teil von NATO gewesen, dass Wladimir Putin gar nicht einmarschiert wäre. So die Frage bleibt auch das, was Präsident Zelensky gesagt hat. Sollten sie erlaubt gewesen sein, in die NATO einzutreten? Wir haben ihre Bemühungen, hier auch in die NATO einzutreten, auch unterstützt, aber am Ende des Tages brauchen wir eine Einstimmigkeit hier von 30 Alliierten, und so machen wir Entscheidungen hier in der NATO, und unsere und auch das, was wir jetzt hier sagen, auch unsere Nachricht an Russland. Die Ukraine, wenn sie diese Standards treffen, dann können sie beitreten, und im Moment gerade sind sie auch ein naher Partner, den wir auch weiter unterstützen werden. Also auch egal, ob sie jetzt, was sie jetzt denken mögen über diese NATO-Mitgliedschaft, es gibt hier keine Entschuldigung dafür, was hier Russland getan hat gegen die Ukraine. Aber gleichzeitig haben sie jetzt hier zum ersten Mal in der Geschichte die NATO-Truppen an die Ostgrenze hier befördert. Glauben Sie, dass hier auch die Russen, also dass Russland hier auch eine immanente Bedrohung für die NATO-Mitgliedstaaten hier darstellt? Ich würde nicht sagen Bedrohung, aber wir sehen hier auch, dass Russland hier die Kernwerte unserer Sicherheit hier in Frage stellt oder bedroht. Und seit 2014 haben wir dort unsere Truppen verstärkt, und auch in den letzten Monaten gibt es tausende mehr Truppen noch dort. Und zum ersten Mal gibt es dort auch eine gemeinsame Verteidigung. Und es soll dort keinen Raum geben für ein Missverständnis in Moskau, für unsere Bereitschaft, dass wir hier auch jeden einzelnen Alliierten hier verteidigen möchten. Auch wir möchten Frieden verbreiten. Das ist der Kernpunkt von der NATO. Und das werden wir auch weiterhin tun. NATO Secretary General Jens Stoltenberg, thank you so much for joining me. I appreciate it.